dass der über viele Jahre da oben Sorge trägt, dass Detlef die Felder immer gleich parat hat. Und du machst weiter. So, das ist die Klasse 2A, das sind die Junioren bei den Tourenwagen. Und da macht sich links der Lukas Kornering auf aus der ersten Startreihe und rechts ist es Raphael Feller. Das sind so die beiden Startgewinner. Joey Hutton, der auch vorne mit dabei war. Ah, im Moment auf der 5. Zwei hinter den Niklas Rieflage auch dabei. Da vorne mit seinem Ford Fiesta. Also wir haben einmal Honda, wir haben Peugeot, wir haben Ford, wir haben VW im Feld, wir haben Citroën. Also ich glaube, eine größere Marktvielfalt hat selten im Autorennsport. Und deshalb macht das auch so viel Spaß. Da gibt es Autos, die sind in ganz verschiedenen Engstellen. Und so ist das hier auch. Der junge Lukas Kornering hat reichlich Schub mitgenommen aus dieser Kurve. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es reicht nicht, denn der Raphael Feller ist extrem gut unterwegs. Der hat sein Auto heute Morgen schon mal weg. Trend. Also 49,9 fährt die Spitze und bis 52, 53 fahren sie unklassifiziert. Das ist gut. Angriff von Lukas Kornering auf den Führenden. Das hat man noch nicht geklappt. Aber jetzt ist er direkt dahinter. Ich glaube, dass der Honda zwar ein bisschen mehr Leistung hat, aber ich glaube, dass er auch schwerer ist. Und das ist der kleine Peugeot natürlich überhaupt nicht, der ist schwer. Das ist ein Leichtsinn. Auch richtig gut. Und deshalb gucken wir mal, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sinn. Da oben hat man selten Überholmanöver, aber der Lukas Kornering hat es gemacht. Aber jetzt hat er vor Marktfüllen seine Konkurrenten im Rückspiegel. Und das ist Raphael Feller in den Honda. Der ist sehr groß, glaube ich, einmal da. Oh, Probleme bei der 209 aus der Kontrolle. Ausgesprungen oder so, geht aber wieder. Lukas Kornering hat ganz klein bisschen abgeschossen. Ja, das sieht gut aus, das macht gut. Ja, das ist wirklich gut, aber ich glaube mal, der Raphael Feller, der hat sich noch nicht aufgegeben. 46,6, 47,21 Schnellstzeit. Und jetzt fährt der Lukas Kornering wieder schneller, so rund 3/10. Das sieht alles sehr gut aus, allerdings auch bei allem. So zwei Grüppchen, einmal so die Spitze und dann haben wir so das Mittelfeld frei von allem. Also denke ich mal, Niklas Rücklage wird da nicht mehr eingreifen können. Und dann haben wir Artin Rest dahinter und der gewinnt das Ding. Lukas Kornering gewinnt den Peugeot 106 vor Raphael Feller im Honda und Niklas Rücklage. Und Raphael Feller hat in der letzten Runde noch die schnellste Rennung.